zu den RKI-Files kann man ja nur sagen, dass im Grunde genommen alles das, was aus den RKI-Files jetzt hervorgeht, die sogenannten Schwurbler und Querdenker, den Michael Ballweg, bestätigen. Also all das, was man befürchten musste, ist faktisch eingetreten. Heute weiß man, Schulschließungen, das sind Ergebnisse dessen, was die echten Wissenschaftler im RKI gesagt haben. Die Kinder sind keine Treiber der Pandemie. Ja, das haben RKI-Wissenschaftler von Anfang an gesagt. Kommuniziert wurde, die Schulkinder sind Infektionsherde Nummer eins. Sie würden das Leben von Mama, Papa und den Großeltern gefährden, ja, und womöglich Oma, umbringen. Warum hat man das gemacht? Man wollte maximale Angst erzeugen. Punkt ist dann, als die Pandemie eine Weile gelaufen ist, hätten wir natürlich auch Dinge, gerade Maßnahmen wie den Lockdown für die Kinder hinterfragen müssen, stärker hinterfragen müssen. Wir haben zum Teil auch Dinge wie die Zahlen einfach transportiert, auch wie diese Zahlen zustande gekommen sind, die Inzidenzen, und hätten sie uns besser erklären lassen müssen. Man wusste, dass das Maskentragen nicht nur nicht hilft, sondern schädlich ist. Da gibt es eine interessante Videoaufzeichnung von Herrn Drosten, als es losging. Da wurde danach gefragt, ja, wie es denn mit Maskentragen aussieht. Dann sagt er, das hält die Sache nicht auf. Die Datenlage dazu ist nicht gut. Nee, nee. Auf einmal hat er ganz anders gesprochen. Oh ja, unbedingt, natürlich. Man wusste, Abstandsgebote ist wirkungslos. Trotzdem hat man die Leute, da sind die Polizisten mit dem Meterstab bei den Demos gelaufen, ob sie auch 2 Meter Abstand halten. Alles überflüssig gewesen. Schulschließungen würden mehr Schaden anrichten in den Kindern und Jugendlichen als Gutes. Das wusste man alles. Man hat es trotzdem durchgezogen. Die wussten sogar, dass die Impfstoffe nicht wirksam sind, dass sie weder vor der Infektion schützen noch vor der Übertragung. Also die sogenannte Pandemie der Ungeimpften, die der Herr Lauterbach und viele seiner medialen Unterstützer immer wieder behauptet haben, waren glatte Lügen. Die wussten, dass das nicht der Fall ist, und trotzdem hat man die Leute in die Nadel gezwungen. Und daran erkennst du, wie wirkmächtig mittlerweile die Pharmaindustrie ist, dass die den Politikern sagt, was sie zu tun haben. Die Politiker hört nicht auf den Sachverstand der echten Wissenschaftler in der eigenen Organisation, sondern sie hören auf das, was Herr Burla und all die anderen mit Profitinteressen äußern. Ja, und so kauft der Herr Spahn, kauft Masken für Milliarden, ohne dass das irgendeinen positiven Beitrag bringt. Ja, und die Richter machen ja bis heute weiter. Ich glaube, in Sachsen war das, dass eine Richterin hat eine Haftstrafe bekommen wegen Rechtsbeugung. Was hat sie gemacht? Sie hat ihrem Vater, einem pensionierten Pastor, gestattet, in ein Alten- oder Pflegeheim zu gehen, um einer 90-jährigen oder über 90-jährigen alten Dame eine Sterbebegleitung zu sein, dass sie nicht alleine sterben muss. Dafür ist die jetzt, das ist ein paar Wochen her, verurteilt worden wegen Rechtsbeugung. Die müsste nicht wegen Rechtsbeugung in Haft, sondern wegen Unrechtsbeugung, weil sie sich dem Unrecht widersetzt hat, müsste sie einen Preis bekommen. Ja, einen Zivilcouragepreis. Das ist doch alles verkehrt mittlerweile in unserem Land. Alles. Ja, das ist totaler Wahnsinn. Vielleicht kannst du den Bildschirm mal schließen, mein Lieber. Dann sehe ich dich ein bisschen besser. Ich habe schlechte Augen, wie du weißt. Aber du hast so dermaßen recht. Und ich behaupte einfach mal, du sprichst sehr, sehr vielen gerade aus der Seele, weil ich wundere mich, dass das in Deutschland überhaupt oder so gut wie gar keine Aufbereitung hat. Dieses ganze Thema. Nichts Ja. dergleichen. Und dann hörst du mal eine Stimme in den Medien, die sagt, ja, da müssten wir vielleicht mal drüber aufarbeiten. Die nächste Pandemie ist ja schon um die Ecke. Drosten hat ja neulich gewarnt, dass sie jetzt ja schon mal wieder mit der Vogelgrippe, die jetzt auf Kühe übergreift. Dann hat man erzählt, dass Menschen gestorben seien. Das hat sich auch alles also falsch herausgestellt, aber man warnt schon wieder vor dem nächsten. Und Ja. gestern Abend habe ich allen Ernstes erst gesehen, dass im ZDF eine Serie kam, weil du gerade die Pharmaindustrie angesprochen hast, wie mächtig die Pharmaindustrie ist. Und jede Krise, und das muss man jetzt einfach mal als logisch denkender Mensch
Einfach mal alles andere gerade ausblenden. Wer profitiert von Krisen? Wer profitiert davon, dass wir Energiekrisen haben? Wer profitiert von Krieg? Wer profitiert von Pandemien? So, dann bist du ganz schnell bei der Pharmaindustrie, irgendwelche großen Energiekonzerne oder Rüstungskonzerne. So, und warum, welches Interesse sollen denn diese mächtigen Konzerne haben, die natürlich unheimlich viel Einfluss haben in Politik, in Medienwelt? Welches Interesse sollen die haben, dass wir gar keine Krisen haben? Das musst du mir mal erklären. Und wenn du weißt, um wie viel Geld es dort geht, um wie viel Macht es dort geht, dann musst du sowas von naiv sein, wenn du glaubst, dass da nicht Interessen hinterstehen. Natürlich. Handfeste Interessen stehen dahinter. Und momentan ist offensichtlich das handfeste Interesse zu verhindern, dass die Breite der Bevölkerung etwas von diesen RKI-Files und was da an Sprengstoff drinsteht, wirklich begreift. Also Stand gestern haben folgende Zeitungen nicht darüber berichtet. Und das sind die 10 auflagenstärksten Zeitungen in Deutschland. Die Bild, die Süddeutsche, die FAZ, die Welt, Handelsblatt, Zeit, Rheinische Post, Stuttgarter Zeitung, Berliner Morgenpost, Neue Osnabrücker Zeitung. Spiegel und Fokus auch nicht. So, dann weißt du, also das ist der größte Skandal, denke ich, den dieses Land überhaupt jemals gesehen hat. Und alle schweigenstot. Warum? Sie waren alle auf der Seite der Lügner und Scharfmacher. Ja? Und jetzt müssen Sie natürlich sagen, oh, war doch falsch, was wir gemacht haben. Machen Sie natürlich nicht, ja. Also die, die das zu verantworten haben, Merkel, Spahn, Lauterbach und Co., die gehören ins Gefängnis. Erstmal vor Gericht und dann ins Gefängnis für all die Schäden, die sie verursacht haben. Stattdessen leben sie weiterhin auf Kosten des Steuerzahlers wie die Made im Speck. Ja, da werden jetzt einige sagen, boah, ist das jetzt scharf und populistisch und sowas. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich glaube, viele haben vergessen, was das für Folgen heute noch hat und auch weiter haben wird. Du hast ein paar Beispiele angesprochen. Ich bin Familienvater von 3 Kindern, die alle Cool. dann in der Grundschule waren. Jetzt Ja. haben wir das Glück, dass wir im ländlichen Raum leben. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was für Dramen sich abgespielt haben, Ja. weil Menschen erstmal gezwungen waren, die das gar nicht mehr gewohnt sind, sich jeden Tag zu begegnen, geschweige denn sogar auf einen Haufen zu sitzen. Wenn ich bei mir sogar im Bekanntenkreis sehe, die ihre Kinder isoliert haben, ja, und denen das Essen vor die Tür gestellt haben, Kleinstkindern, ganz ehrlich, oder wenn Menschen alleine sterben mussten, du durftest deine Ein Freund von mir ist dann gerade Vater geworden und da gab es Komplikationen bei der Geburt und all sowas. Und er durfte da nicht rein. Wie Ja. gesagt, die Folgen, wir sehen ja auch, wie bekloppt die Welt geworden ist, aber also gerade unsere westliche Welt. Es ist einfach Ja, weißt unvorstellbar. du, das ist der Punkt. Du hast die Alten angesprochen, das Verbrechen an den Alten, die einsam und verlassen verrecken mussten, weil hier ein paar Politiker ihre totalitären Fantasien ausleben, wollten. Ja, das ist ein fürchterliches Verbrechen und alleine dafür gehören die vor Gericht. Und dann, die Kinder. Das, was da in den Schulen nicht gelaufen ist, hat ja auch zu einem erheblichen Vermittlungsverlust geführt. Ja, das ist alles ein fürchterliches Drama und das soll alles folgenlos bleiben. Der Scholz, glaube ich, selbst hat sich hingestellt und gesagt, dass uns diese Plandemie volkswirtschaftlich gesamt über 460 Milliarden Euro gekostet hat. Und jetzt guckt ihr mal an, in den Krankenhäusern, bei den niedergelassenen Ärzten, der gesamten Krankheitsversorgung fehlen Milliarden. Ja, die Verkehrsinfrastruktur von der Bahn gar nicht zu reden. Überall fehlt hier Geld und da blasen wir die Hunderte von Milliarden raus, nur weil es Politikern gefällt, dass sie mal richtig zeigen können, dass sie ganz hart durchgreifen. Ja, das ist doch alles verrückt, einfach verrückt. Wie viele Existenzen draufgegangen sind, mein Lieber. Das ist ja auch so Ja, unvorstellbar, natürlich. wie viele jetzt die Corona-Hilfen zurückbezahlen sollen. Wobei, man darf immer nicht vergessen, man hat diese Menschen uns auch verboten zu arbeiten. Wir wollten arbeiten, ja, und wir durften nicht arbeiten. Und jetzt sollen die dann, und die Politiker haben sich dann wunderbar hingesetzt, ich weiß noch, wie der dicke Altmaier sich da hingesetzt hat, der Scholz von irgendwelchen Bazookas, Wumms, Doppelwumms und all so ein Blödsinn gesprochen hat. Und die jetzt natürlich in den Köpfen von den meisten Bürgern gesagt haben, oh, die haben ja unterstützt, die haben ja alle geholfen und sowas, ja. Und ja, nichts Pustekuchen. Ich kenne allein schon Dutzende Betriebe, die gesund waren und nur aufgrund
diesen ganzen Schwachsinn, der hier gelaufen ist, jetzt Ja, pleite sind. Deren Leben natürlich. ist im Arsch. So, Ja. und du hast Aufarbeitung gesagt. Und ich sage es mal jetzt, in Großbritannien hat man es gemacht. Da gab es Untersuchungsausschüsse, wo live im Fernsehen, in der BBC, der ehemalige Gesundheitsminister sowas von dermaßen gegrillt wurde, wo die ganzen E-Mails, die nicht einfach verschwunden waren, wie bei von der Leyen oder so, oder Handys weg Ja. sind, nein. Da wurde vorgelesen und du hast eben gesagt, man hat bewusst mit der Angst gespielt, man hat bewusst Angst geschürt, um die Menschen zu steuern. Und das ist für mich ein Verbrechen, nichts anderes. Ja, Ja. und diese Menschen hat man dann aber wenigstens vorgeführt. Ich weiß nicht, wie es noch weitergeht in England, aber zumindest wurde das so gesagt. Das ist bei uns nichts. Du hörst aber auch absolut gar nichts. Und die Menschen in Deutschland sind anscheinend, ich weiß nicht, die Mehrheit ist so naiv. Ja, gut, können wir jetzt nichts mehr dran ändern. Ist Ja. ja alles gelaufen. Das Ja. ist für mich unvorstellbar. Das ist es auch. Also das darf nicht ohne Konsequenzen bleiben. Weil wenn es ohne Konsequenzen bleibt, dann wird es wieder passieren. So einfach ist das. Ja, und das scheint so zu sein, die Politik, das siehst du auch an Faeser und Haldenwang, diese Systemlinge, die fühlen sich so sicher mit all ihren Dingen, die sie äußern und tun. Ja, die haben sich den Staat zur Beute gemacht. Wir Ja, das ist dürfen wirklich. Steuern zahlen und sollen ansonsten den Mund halten.